Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir hier Informationen zu Netzwerken, Begriffe wie Switch, Router, Protokollen und Internetdiensten geben. Was ist ein Netzwerk? Was sind Switch und Router? Computer stehen heute meistens miteinander in Verbindung. Diese Verbindung wird als Netzwerk bezeichnet. Netzwerke ermöglichen neben der Kommunikation zwischen den Nutzerinnen und Nutzern auch deren gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Mediendateien wie Videos, Musik, Netzwerkdruckern, Datenbanken, Schutzmaßnahmen vor nichtberechtigtem Zugriff auf alle Computer. Was ist ein Switch? Ein Switch wird als Netzwerkweiche oder Verteiler bezeichnet. Der Switch sorgt dafür, dass die Daten im Netzwerk an das erwünschte Gerät, wie zum Beispiel einen bestimmten PC, weitergeleitet werden. Dann ein Router wird auch als Netzwerkrouter bezeichnet. Ein Router verbindet Netzwerke miteinander, beispielsweise ein Heimnetzwerk mit dem weltweiten Internet. Hier haben wir einen Computer, hier haben wir einen Switch, das heißt, wir haben ein lokales Netzwerk, zum Beispiel in einer Schule oder auch zu Hause, mehrere Computer sind angeschlossen und werden miteinander verbunden mit einem sogenannten Switch, mit dieser Netzwerkweiche. Damit dann dieses Netzwerk dann auch aus diesen Computern und dem Server dann auch mit dem Internet verbunden werden kann, benötigt man einen sogenannten Router. Der schließt dann dieses Netzwerk, dieses Heimnetzwerk, zusammen mit dem weltweiten Netz, dem Internet. Netzwerktopologien. Die Art, wie Computer miteinander vernetzt werden, wird als Topologie bezeichnet. Die Vernetzung erfolgt entweder in Form von Kabeln oder kabellos, wie zum Beispiel in Form eines WLANs. Netzwerke können grafisch in Form von Knoten und Kanten dargestellt werden. Hier zum Beispiel in dieser Abbildung sieht man das. Eine Kante verbindet zwei Knoten. Kante wäre das hier und das hier wären dann Knoten. Da wieder eine Kante, hier wieder ein Knoten. Knoten können so zum Beispiel Computer oder Switches und Kanten die Verkabelung darstellen. Das heißt, das könnte hier ein Computer darstellen, das hier könnte ein Computer darstellen oder das hier könnte ein Switch darstellen, hier lauter Computer und verbunden sind sie dann entsprechend mit den Kanten, die dann zum Beispiel Kabel darstellen oder auch ein WLAN darstellen könnten. Das Internet hat zum Beispiel die Topologie voll vermascht. Das wäre hier dann der Fall. Wenn ein Netzwerk die Topologie einer Linie hat, wie hier zum Beispiel, können schon beim Ausfall eines einzelnen Knotens keine Daten weitergeleitet werden. Wenn dieser Bereich hier ausfällt, wenn dieser Knoten hier ausfällt, können keine Daten mehr von links nach rechts weitergeleitet werden. Die Topologie voll vermascht hingegen, also wie das Internet, sieht mehrere Ersatzwege vor. Man spricht hier von hoher Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn dieser Knoten hier ausfällt, können trotzdem die Daten dann halt nicht mehr so weitergeleitet werden, aber dann zum Beispiel so. Und die Netzwerktopologie nochmal zur Erinnerung stellen eben dann dar und geben wieder, wie diese Computer dann miteinander verbunden sind. Zur Unterscheidung von LAN, MAN und WAN. Netzwerke können ihre Größe nach unterschieden werden. Ein WAN ist ein Wide Area Network. Dieses Netzwerk umfasst mehrere Länder oder Kontinente, wie hier oben dargestellt. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich das Internet. Dann gibt es ein MAN, das Metropolitan Area Network. Und dieses Netzwerk umfasst üblicherweise mehrere lokale Netzwerke, LANs einer Großstadt, die miteinander verbunden sind. Dann gibt es LANs, das Local Area Network. Und dieses Netzwerk umfasst beispielsweise Heimnetze und kleine Unternehmen. Dann zu LAN und WLAN. Ein LAN ist ein sogenanntes Local Area Network oder WLAN, Wireless Local Area Network, vernetzt üblicherweise Heimnetze und kleine Unternehmen. LAN und WLAN unterscheiden sich in der Art der Vernetzung. LAN gibt es eine Vernetzung mit Kabel und WLAN ist eine kabellose Vernetzung. Ein Switch, haben wir vorhin schon angesprochen, wird als Netzwerkweiche oder Verteiler bezeichnet. Der Switch sorgt dafür, dass die Daten im Netzwerk an das erwünschte Gerät, wie zum Beispiel an einen bestimmten PC, weitergeleitet werden. In den meisten Haushalten verbindet ein Gerät das Netzwerk mit Hilfe eines sogenannten Modems mit dem Internet. Das wäre hier dann zum Beispiel, hier ist die Verbindung dann mit dem Internet. Dieses Gerät wird als Router oder Netzwerkrouter bezeichnet. In vielen Fällen bietet das Gerät neben der Funktion eines Routers, Modems, auch jene eines Switch und WLAN. Das heißt, in einem Gerät könnte die Außenverbindung herstellen zum Internet, dann wäre es ein Router und ein Modem und eine Verbindung zwischen den Geräten, zum Beispiel in Form von WLAN, dann hätte es dann auch die Funktion dann eines Switch. Und wenn das Ganze kabellos funktioniert, also nicht über Kabel hier an das Gerät angeschlossen sind, dann handelt es sich um ein WLAN. Nun zum Internet und seinen sogenannten Protokollen.
Das Internet verbindet weltweit unterschiedliche Netzwerke von Computern. Das Internet wird hinsichtlich seiner Bedeutung für die Menschen mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen. Die Art und Weise des Datenaustausches erfolgt mit Hilfe sogenannter Internetprotokolle. Jedes Gerät, welches Teil dieses Netzwerkes ist, hat eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. IP steht für Internetprotokoll. Diese Adresse kann mit einer Postanschrift verglichen werden, die benötigt wird, um ein bestelltes Paket erhalten zu können. Im Fall des Internets handelt es sich um Datenpakete, die von einem Computer zum anderen mit Hilfe des Netzwerks gesendet werden. Internetprotokolle sehen unter anderem vor, dass zu übertragene Informationen in einzelne Datenpakete unterteilt und so übermittelt werden. Jedes Paket enthält neben der eigentlichen Information unter anderem Angaben zum Absender, Empfänger und Anzahl der Informationen. Das Protokoll regelt darüber hinaus, in welcher Reihenfolge die gesendeten Pakete wieder beim Empfänger zusammengesetzt werden. Hier eine kleine Auswahl bekannter Protokolle. HTTP für das Laden von Webseiten, POP oder IMAP für den Abruf von E-Mails, FTP und BitTorrent für die Übertragung von Dateien. Hier haben wir das Internet und seine Dienste kurz einmal in einer Tabelle dargestellt. Hier sehen wir dann nämlich entsprechende Möglichkeiten dieser Dienste. Da haben wir den Internetdienst mit der Bezeichnung World Wide Web, einer der bekanntesten, www, hat die Protokolle eben HTTP oder HTTPS, wenn es eine sichere Verbindung dargestellt werden soll, und dient dem Aufruf und der Übertragung von Webseiten. Für E-Mails gibt es das SMTP-Protokoll, das POP-Protokoll und das IMAP-Protokoll. Damit können dann Mails versendet oder empfangen werden. Und können Dateien übertragen werden mit Hilfe des FTP-Protokolls. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch eine Internettelefonie durchzuführen, wenn man über das Internet eben telefonieren möchte. Und da verwendet man das Protokoll SIP. Zum Abschluss hier wieder der Verweis auf die verwendeten Grafiken, die in der Präsentation eben verwendet wurden, und ein Verweis auf weiterführende Webseiten. Danke für die Aufmerksamkeit.